Uns, Jusis, ist klar, der Marktradikalismus hat abgewirtschaftet. Wir wissen, wir brauchen soziale Veränderungen. Wenn behauptet wird, die Jugend sei unpolitisch, ist dieser Kongress der Gegenbeweis. Wir haben eingeladen zum Kongress Linkswende 09 in die Humboldt-Universität. 1000 Leute sind gekommen, um mit uns zu diskutieren, was soziale Antworten sein können. Ich erwarte mir neue Ausblicke, neue Ideen, vielleicht neue Visionen. Wir wissen, dass wir vielleicht nicht zurzeit auf alles eine Antwort haben. Aber, das sage ich ganz selbstbewusst, manchmal reicht es, Fragen zu stellen. Und manchmal reicht es auch, scheinbar sichere Gewissheiten zu hinterfragen. Unsere Ziele sind klar. Das Ziel, dass jeder selber entscheiden kann, wie er leben möchte. Links bedeutet dafür zu kämpfen, dass alle Menschen in Freiheit, in Gleichheit und in Solidarität leben können. Alle Strukturen, alle soziale Ungleichheit, jeder Sexismus, jeder rassistische Spruch, jedes antisemitische Vorurteil verhindern dies und werden deshalb niemals von uns akzeptiert, sondern immer bekämpft werden. Das größte Problem ist die Ungerechtigkeit. Aber die Ungerechtigkeit führt zuerst dazu, dass ein Teil der Gesellschaft gelähmt wird. Und zwar so lange gelähmt wird, bis diesem Teil klar wird, dass wenn er sich nicht wehrt oder wenn er nicht Unterstützung findet, selbst Formen findet, die dazu führen, Widerstand zu leisten. Das, was für mich am eklatantesten ist, am schlimmsten ist, das sind die Ungleichheiten der Startchancen bei der Bildung. Ich glaube, dass Gerechtigkeit positiv zu definieren sehr schwer ist, aber wenn wir eins wissen, dann ist es, die gleichen Chancen bei der Bildung müssen sein. Also ich würde sagen, in der Berliner U-Bahn. Ich finde immer, wenn man in Berlin sich nicht nur im Taxi fortbewegt, sondern mit normalen persönlichen öffentlichen Nahverkehr fährt. Also dann merkt man schon daran, welche Leute an der Friedrichstraße einsteigen und welche Leute am Hermannplatz einsteigen und welche Leute am Marzahn einsteigen, dass unsere Gesellschaft total gespalten ist. Das Problem, das wir haben, wenn wir die nächsten 10 Jahre so weitermachen wie die letzten 10 Jahre, ist, dass zum einen die Demokratie in Gefahr gerät und dass zum anderen die soziale Marktwirtschaft in Gefahr gerät. Denn die Entwicklung dieses Jahrzehnts, diese Spaltung der Gesellschaft, gefährdet die Legitimation der Demokratie, des Staates, weil die Bürger sich von ihrem Staat in der Breite nicht mehr vertreten fühlen, weil sie sich nicht geschützt fühlen. Und es gefährdet auch das System der sozialen Marktwirtschaft. Wenn die Mehrheit der Menschen nicht mehr von dem Wohlstandsgewinn, der insgesamt da ist, profitieren kann, dann wird auch diese Marktwirtschaft in Frage gestellt. Und deswegen meine ich, brauchen wir diesen Wechsel, müssen wir versuchen, im nächsten Jahrzehnt die Weichen anders zu stellen, im Interesse der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, aber auch im Interesse der Demokratie. Ich glaube, ohne Visionen kann man nichts bewegen.